Iftar mit Hamed und De La Rue TV von Abu hat es hochgeladen worden. Wir sind hier in Hannover. Ich, Hamed Locus und Sammy ist schon reingegangen in den Laden. Wir haben es jetzt 8:30. Wir haben noch nicht gegessen, wir wollen das Fasten zusammenbrechen. Und Sammy, wie sieht der Laden aus? Ja, das kann man machen. Später machen wir auch eine coole Sache auf Hameds Kanal. Kurze Real Life Story. Das war der zweite Laden, den wir abgecheckt haben. Der erste Laden hat uns richtig kacke behandelt, Chat. Wir sind reingekommen. Wir sind dann, aber wir haben keinen Stress gemacht oder so. Wir sind einfach dann zum nächsten Laden gegangen auf entspannt, weil die hatten eh keinen Döner im ersten Laden. Wir waren da aber drinnen. Und der hat uns dann so richtig böse angeguckt, so Kamera weg. Und so, ich so, ja, wir würden nur uns selbst aufnehmen. Die so, nö, wollen wir hier nicht. So und so. Ich so, okay, ja. Dann wollten wir erstmal trotzdem noch da bestellen. Und Abo hat gefragt, ob wir Döner haben können, also Döner bestellt. Dann meinten die, wir haben keine Döner mehr. Aber die hatten noch so ein bisschen Spießfleisch. Dann Abo dachte sich so, okay, scheiße. Abu war dann aber noch so korrekt, wollte immer noch da bleiben, obwohl Sammy und ich meinten schon so, boah, lass mal zischen. Meinte Abu so, nein, nein, gechillt. Können wir was von dem Fleisch denn probieren, von dem Fleischspieß? Damit wir wenigstens so bewerten können, das Restaurant. Wisst ihr, wie ich meine? Die meinten einfach, bei uns kann man nichts probieren. So nach dem Motto, dass wir das umsonst haben wollten. Wollten wir aber nicht. Und dann war es uns zu dumm. Dann ist er, Bruder, wir hätten das bezahlt. Dann sind wir einfach gegangen. Ey, bitte guck mal, wie der aussieht. Wir waren bei Rohat in seinem 30-Tages-Spiel, wir haben uns komplett schwarz angezogen. Seid ehrlich, sehe ich gefährlich aus, Chat? Ich liebe dich so sehr, ich gefährlich aus. Smash, aber FR, ich küsse dein Herz. Würde ich mit diesem Blick bei Mädchen ankommen, Chat? Seid ehrlich. Seid ehrlich. Wir haben uns komplett schwarz. Nein? Nein. Ja? Okay, die Meinungen sind gemischt. Das ist Sammy hier. Okay, weiße Schuhe, du bist raus. Und nachts wollen wir ein bisschen Schrecken einjagen. Ich habe komplett alles schwarz einfach, damit so einer auf... Einbruch. Ein bisschen Einbruch. Einbruch. Aber halal Einbruch. Also ja, natürlich. Nur ein bisschen auf Schrecki-Schrecki-Basis. Ja. Okay, komm, hier mal rein. Hähnchen? Ja. Du isst kein Kalbfleisch? Nein. Oder wenn Kalbfleisch auf Döner ist, dann nehme ich nicht. Ich finde Hähnchen einfach viel besser so. Ja, aber hör zu. Ich finde, auf Ernst, Chat. Hähnchen viel besser, oder? Was sagt ihr? Hähnchen oder Kalbfleisch? Seid ehrlich. Hähnchen oder Kalb? Eins in den Chat für Hähnchen, zwei in den Chat für Kalb. Seid ehrlich. Ich sehe mehr Einsen. Jawohl. Jawohl, mehr Einsen. Meine Community hat Geschmack. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn Kalbfleisch irgendwo drauf ist, ihr könnt das auch mögen. Ich sage nicht, Kalbfleisch schmeckt unnormal scheiße, aber für mich schmeckt Kalbfleisch ehrlich gar nicht. Also, wenn die nur Kalbfleisch haben, dann nehme ich Lahmacun oder so. Checkt ihr? Weil ich das so wenig mag. Man fliegt so nach Argentinien. Ich fliege, wenn Umut Zeit hat. Aber Umut ist echt schwierig, ne? Mit seinem E-Sports-Ding und so weiter und so fort. Ich muss vielleicht sogar überlegen, alleine. Aber mein Vater lässt mich nicht alleine, ist das Problem. Also ich muss eigentlich auf Umut warten. Die einzige andere Lösung ist, wenn wer anders mitkommt. Aber Umut braucht echt lange, um Zeit zu haben. Die machen Hähnchenfleisch, machen die immer mehr rein. Ich mit Alex. Und bei Kalbfleisch geiern die meistens ein bisschen, weil Kalbfleisch ein bisschen teurer ist. Ja, aber nicht deswegen irgendwie der Geschmack bei mir. Ich finde Hähnchen besser. Ihr könnt ja in Kommentare schreiben, was findet ihr besser, weißt du, Hähnchen oder Kalb? Ich werde einen Hähnchendöner nehmen und einen Kalbfleischdöner. Damit der 2 und dann... Aussehen. Oh mein Gott. Wie viel isst du? Ich wurde einen halben. Aber ernst jetzt? Ernst, wenn du heute einen... Sammy hat... Chat, Sammy ist so wenig, ne? Er ist passend zu seiner Größe. Auf Ernst, so wie wir damals als Kinder Döner gegessen haben, nur so zur Hälfte, so ist Sammy. Er hat nur einen halben Döner gegessen. Mist, dann bin ich zufrieden mit dir heute. Aber ich weiß warum, Bruder. Er ist ein bisschen klein. Worauf nicht so. Komm mal neben mir. Ist jetzt viel Unterschied. Sag mal ehrlich. Wie viel Unterschied ist das? Schon dicker Unterschied, Bruder, ja. Bisschen. So bin ich gerade. Schon. Er macht auch, Bruder. Bruder, seine Schuhabsätze sind so einfach bufflos. Warte, mach mich mal neben Sammy. Ich bin groß. Viele Leute denken, ich bin klein. Bin ich nicht. Ich bin groß, Chat. Und er ist auf Zehenspitzen gerade. 1,86. Du bist ehrlich. Nicht, nein, hört auf. Es ist, guck, hier ist der Beweis. Guck mich im Vergleich zu Sammy. Guckt euch das an. Groß. Ja. Wie groß bist du? 1,86. Hä? Einer auf den, die umantwortet, weil ihr beide gleich groß seid. Nein. Nein, weil ich sage, hä? Der Abo ist so doof, ne? Hä? Sammy errät, dass ich 1,86 bin und Abu denkt automatisch, weil er das sagt, wir sind gleich groß. Er sieht doch, dass wir nicht gleich groß sind. Bruder, es ist wirklich... Manchmal, ne, denke ich mir wirklich, mit was für Leuten chill ich. Dieses Stream macht dumm, Chat. Stream macht ehrlich dumm, glaube ich. Hast du es erraten? Ja, ich hab's erraten. Motto, er ist auch 1,86, Abu. Auf gar keinen Fall.
Ich möchte gerne ein Hähnchendöner und ein... Warum darfst du nicht alleine nach Argentinien? Weil Argentinien zu gefährlich ist. Also mein Vater lässt mich nicht alleine nach Argentinien. Das ist so... Ja, er hat einfach zu viel Angst bei... Aber kann ich auch verstehen. Also ich habe jetzt auch nichts Gutes so über Argentinien gehört. Ein Kalbdöner. Ich will einmal ein Hähnchendöner. Habt ihr Shawarma da? Shawarma haben wir. Was? Ein Shawarma und ein Hähnchendöner. Ja, Shawarma. Shawarma also underrated. Underrated. Ja. 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 Ja, du kannst probieren. Ja, ich habe zwei Döner, wohl, ich habe ein bisschen zu tun. Habt ihr einen Kinder XXXS Döner für ihn? Ja? So, wenn du Dürüm machst, am Ende der Dürüm ist schwerer als er. Nein. Hey, sag mal, mach mir den perfekten Döner. Hähnchendöner hätte ich gerne. Jalapenos, Schafskäse, bitte ganz viel Zitrone rein. Kein Rotkohl, sonst kannst du alles machen. Kannst du alle leckeren machen. Und den zweiten Döner, das war Kalbfleisch, Schafskäse, Zitrone, Eisbergsalat, rote Zwiebeln und alle Soße. Bei mir Jalapenos, Schafskäse, Eisbergsalat, rote Zwiebeln und... Alle Soße. Nicht alle Soße, nicht alle. Ja, dann hast du einen leckere Döner. Soße. Leckere Soße, such aus. Bitte ohne Rotkohl und ohne Kraut, normale Salat, Zwiebeln und... was ist das? Mangosoße? Das ist Mango ist drin, ja. Und ja, Mango Curry einmal und bei Shawarma auch ohne Kraut, bitte. Ahmed, du hast auch schon gefastet, ne? Ich habe eine Woche gefastet, ja. Und wie war? Boah, ich sag dir ehrlich, ich hatte die einfachste Woche, weil es war die erste Woche. Da konnte man früh Fasten brechen. Sonnenuntergang war näher, ja. Ja, 19 Uhr, ich glaube sogar vorher 18 Uhr vor Zeitumstellung. Und dann war nicht so schwer, aber obwohl das so wenig sogar nur war, dachte ich mir manchmal, boah, Digga, ich hab Durst. Was trinken, was trinken ist immer. Bruder, was ist mit meiner Frisur, Bro? Random Ding einladen, ihr ausgesucht. Digga, ist ein geiles Geist. Die hatten aber kein Dönerfleisch mehr, Alter. Und man muss sagen, die waren echt direkt korrekt, Bruder. Die haben uns so willkommen geheißen. Die meinten, ja, setzt euch da hin. Wir können euch auch auf Terrasse schicken und so. Ja, wir können euch auf Terrasse schicken. Hört sich aber nicht so nett an. Ja, aber so, weil wir danach gefragt haben, ob man auch draußen essen kann. Ich muss sagen, das Essen sieht auch echt Papa aus, ne? Wow, probier mal. Wow. Das war ehrlich geisteskrank lecker. Also es war so lecker, Chat. Ich will das unbedingt nochmal essen. Das war kein normaler Shawarma. Ich habe schon ein paar Mal Shawarma gegessen, aber das war der beste bisher. Ernsthaft. Ja, wurde er so. Wie ist das bei euch? Bei den meisten Döner, die ich kenne, die machen oben einfach nur ein Loch und dann alles rein, an allen Seiten alles zu. Diese Dreiecksdöner, ich halte davon eigentlich nicht so viel, weil man die nicht so essen kann. Weil die alles rausfällt und so, meinst du, ne? Aber die, ja, weil alles rausfällt halt, ne? Du musst halt, also ohne deine Hände dreckig zu machen, geht nicht. Was ist jetzt deine Taktik? Beißt du in die Mitte oder von außen? Eigentlich, so wie ich gehört habe, isst man erstmal von hier. Mhm. Dann arbeitet man sich hoch. Und was ist deine Taktik jetzt? Was machst du? Ich wollte gerade eigentlich in die Mitte beißen. Mhm. Ja. Als ich gefastet habe, ne? Hab ich das erste Mal wieder Datteln gegessen, weil irgendwer meinte, erst eine Dattel, ne? Aha. Und ich mochte Datteln nicht. Jetzt, ich kaufe Packungen Datteln. Mhm. Nur. So aus dem Nichts. Früher mochte ich das nicht als Kind. Jetzt ich esse das die ganze Zeit. Kennt ihr das nicht, wenn man als Kind Sachen nicht mochte und später auf einmal mag man sie? Ja! Man sagt irgendwie, alle 7 Jahre ändert sich der Geschmackssinn. Genau. Alle 7 Jahre? Ja, ja. Und dann. Weißt du, was ich feiern? Bruder, ey, wie kann man so essen, Digga? Wie kann man denn so essen, Digga? Ohne Spaß. Geht mit einer Frau in Dönerladen, esst genau so. Und wenn sie euch danach immer noch will, dann ist sie die richtige, Chat. Dann ist sie mit euch in einen Dönerladen gegangen und sie hat euch so schlimm gesehen, wie es nicht anders geht. Und wenn sie dann bei euch bleibt, dann ist sie die richtige, Chat. Weißt du, was ich feier? Hm? Er hat wirklich viel Zitrone reingemacht. Mhm. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, Zitrone im Döner. Zitrone im Döner, Gamechanger. Was gibst du dem Döner? Ich sagte, er hat für random Dönerladen gefunden. Mhm. Er ist erst reingegangen, kurz vor Schluss, wo man eigentlich noch bekanntlicherweise die Reste bekommt. Mhm. Eine absolute 8 von 10 gerade. Weil er so saftig ist, nicht trocken 0. Das Ding oder 9 von 10? Auf Ernst, ich habe noch nie so was Leckeres gegessen, ne? In so einem türkischen Laden. Ich meine, so, wenn es das bei mir geben würde, ich würde das jetzt immer holen. Das Brot ist auch anders, Bruder. Ich weiß, es ist irgendwie knusprig, dünn. Was sagst du, Sammy, sehr ehrlich? Du haust es nicht rein. Ich habe dich noch nie in meinem Leben so essen sehen. Oder Sammy haut rein. Er schafft bestimmt einen Döner diesmal. Mhm. Nein? Isst du nie einen ganzen? Mhm. Also, oh, das ist respektlos, wenn ich frage, ja. Schafft deine Frau einen ganzen? Boah, der. Komm mal. In Ramadan, am Anfang, du isst immer viel, viel, viel. Und irgendwann, dein Körper, du kriegst abends nicht mehr viel rein. Dein Magen wird immer kleiner, immer kleiner, ja. Immer kleiner, immer kleiner. Und gerade gegen Ende von Ramadan, du machst 2 Löffel und du bist fertig. Nimm mal über ganz Ramadan zu oder ab? Ich nehme richtig an. Ab, Bruder. Ja, du weißt warum? Guck mal, ich habe ja zugenommen. Nein, Bruder, ich habe schon 3 Kilo. Warum fragt ihr, ob ich meine Hairline zeigen soll? Warum fragt ihr, ob ich meine Hairline zeigen soll?
Ist sie so schlimm hier, diese Ecke? Ist es so schlimm? Das ist hier die Ecke. Das kann schon echt schlimm aussehen, wenn ich das so mache. Geht noch, Chat. Es ist noch okay. Es ist noch, noch geht's, Chat. Noch geht's. Digga, boah. Aber langsam, ne, krieg ich endlich die Frisur. Langsam krieg ich die Frisur vom Papa. Abgenommen. Ja? Ich sag dir warum. Ich esse. Ja? Und das, ich esse geil, so normal. Und dann mache ich kein Zuhause. Ich bis zum Ende. Wieder 5 Gift gehabt. Bruder, hör auf, ich verliebe mich in dich, Argentinus Locos. Hör auf, Bruder! 5 Gifts haben sie wieder, Bruder! Digga, ich hab heute mehr Subs gemacht als in einem normalen Stream generell! Dankeschön, Bruder! So ein Süßi. Das ist dieses letzte Essen, das machst du dann. Das ist vor Fajr, ja, ja, genau. Muss man ja nicht. Also du isst einmal fett und ja, dann trinkst du einfach nur die ganze Zeit Wasser. Mhm. Das ist deine Taktik. Mhm. Und dann nimmst du sogar ab. Und vor ein paar Jahren, Ramadan, vor ein paar Jahren Ramadan, bin ich immer davor zum Sport gegangen. Ja. Hab 15 Kilo Ramadan abgemacht. Das ist heftig. Man muss aufpassen, dass man das nicht übertreibt, weil Bruder ohne Trinken und so, mhm, man kann so Schwindel und so. Man sollte auch in Ramadan den Fokus auf den Dien, auf die Religion geben. Ja. Nicht auf so Abnehmen oder so. Wir machen Ramadan für Abnehmen, ja, weißt du? Das sind nur so Nebeneffekte, Bruder. Bei mir war das nicht ein Nebeneffekt. Ich hab 3 Kilo zugenommen. Hä? Ja, in einer Woche. Ich hab Real Talk Chat in einer Woche. Habe ich 3 Kilo oder so genau 3 Kilo zugenommen. Das haben viele nicht erwartet. Ne? Man denkt so bei Fasten, man nimmt immer ab, auch an die Nicht-Muslime. Die Muslime wissen, dass man am Anfang sogar eher zunimmt und dann, wenn man immer weniger essen kann, nimmt man dann, glaube ich, ab. Aber, weil Abo und so hat es überrascht. Ich habe einfach zugenommen, Chat. Also, Argentinus Locos wieder mit 5 Gift-Subs. Digga, Bruder, du hast heute, ehrlich, heute hast du Vogel abgeschossen, Digga. Meiste Subs seit dem Submarathon. Dankeschön, Bruder. Ehrlich, ich seh dich. Danke. Dankeschön, Chat. Ich hab dieses Stream bis Sahur gezogen und die ganze Zeit gegessen, Süßigkeiten, alles. Der ist bis zum Ende saftig gewesen. Was gibst du denn von 1 bis 10? Hab ich 8 gegeben. Du, Sammy? 7. Sag dir, ich geb dem ja einen 9,5. Boah, das ist viel. Ja. Was gibst du denn dem? Auch 7. 7,5. Okay. Also würdest du sagen, ungefähr ein bisschen besser als der Döner? Oder das ist so, Hammer mit dem Norden Saison. Was gibst du? 9. Umso weiter höher man in den Norden geht, so denke ich, es gibt nicht so krasse Läden. Also wir sind nicht in Berlin oder sowas, oder in Frankfurt oder in Köln. Und dafür, krass lecker. Ich bin verwundert. Oder er isst seinen zweiten Döner. Okay. Guck bitte, Chat, wie viel Sammy gegessen hat von seinem Döner. Sammy hat so viel von seinem Döner gegessen und Abu macht gerade den zweiten rein. Das ist geisteskrank. Wir laufen abends, laufen jetzt, rutsch ein Döner, so ein Dönertasche. So. Er läuft raus aus diesem Geschäft, hat den Döner schon verschlungen. Ich habe selbst schon gegessen. Okay? Er geht so raus, er läuft 20 Meter weiter in den nächsten Dönerladen rein und will sich den nächsten Döner bestellen. Hast du Foto gemacht? Oder die ehrliche Geschichte, es war am ersten, da gab es keinen Döner, ich bin im zweiten und hab mir einen Döner geholt. Das war die ehrliche Geschichte. Wallah, nein. Hat der Döner cool gemacht, oder was? Pass auf. Er hat einen Döner gegessen, wir haben alle einen Döner gehabt. Da waren mit 2 Freunden von sich, gell? Mhm. Und wir wollten den zweiten Döner machen. Aber der hat gesagt, ich investiere mein Geld, weil ich weiß, dass du mit diesem Geld viel erreichen kannst. Ich küsse dein Herz und ich weiß, du wirst krass. Haben abgebrochen, dann hat der Chico. Chat, können wir mal kurz festhalten, wie krass das für mich ist? Beziehungsweise wie krass das für mich gewesen ist? Ich sehe zwar gerade nicht danach aus, Bruder, aber Digga, vor, keine Ahnung, 4 Jahren, ne? Digga, ich hab, ich war sogar Top-Kommentar bei dem Lied von Sammy, bei diesem Achisid. Wie alt ist das? Vor 6 Jahren, Bruder. Da war ich 17. Als das Lied war, da hab ich noch Minecraft gezockt in meinem Kinderzimmer. Du willst Benz fahren? Kein Problem, Achisid, Knarre geladen, wir tragen die Masken, Schild, Anthrazit, Jack, Deutsch, Raps, Pharao, mach Tijara mit den Tracks über Amazon, kalt den Stift, bis mich Dracula holt, meine Augen vom Gift aller Ration vom Boden, ey, Ware über Kasachstan, Baby, liefer Hasch in der Farbe, wie Yaya Touré. Und Digga, und jetzt? Digga, nach 6 Jahren chill ich einfach mit Sammy und brich mein Fasten mit ihm. Das Geist ist krank, wenn ihr überlegt. Wisst ihr, wie ich meine? Bruder, wer hätte das gedacht? Stellt euch mal vor, ihr hättet mir das gesagt damals vor 6 Jahren. Als ich so seine Lieder mir angehört habe. In meinem Kinderzimmer, während Minecraft zocken. Nach 6 Jahren einfach zusammen Fasten brechen. Digga, das ist so random, ne? Das ist irgendwie so weird irgendwie auch. 40 Cheek-Öfte. So ganz weird. 45? Für 8 Personen.
Achso. Für 8 Personen. Wir haben es aber alleine gegessen. Allein komplett. Okay. Und danach sind wir am nächsten Tag aufgestanden. Okay, morgens. Ich meinte das aber auch zu Sammy. Sammy hat sich richtig gefreut, als ich ihm das gesagt habe. Dass ich war früher Top-Kommentar einfach unter seinem, wie heißt das, Achizid. Digga, ich war auch richtig stolz darauf, aber ich habe den gelöscht. Wisst ihr warum? Weil ich habe alle Kommentare gelöscht. Oh, Sammy, ich bin dein Fan, Bruder. Ich bin dein Fan. Ich habe damals meine Kommentare gelöscht, weil ich mit YouTube anfangen wollte. Bruder, ich habe ganz, ganz weirde Kommentare geschrieben. Ich musste erstmal alle löschen. Und darunter auch leider den Top-Kommentar. Hat wehgetan in mein Herz. Boah, Digga, das hat echt wehgetan. Ich weiß noch ganz genau, das hat so 2000 Likes oder so. Ben, by the way, danke für den Sub im 6. mein Bruder. Döner. Sind wir direkt zu Lukas Bedolzen, der mit Dönerladen gefahren und haben da einen Döner gegessen. Ja? Ehrlich jetzt? Er hat einfach alles vertauscht. Wir sind in Köln, da wo ich diesen Mangal-Döner gegessen habe, nach Dus gefahren. Weißt du nicht mehr? Frankfurt? Das ist auf Frankfurt. Das war Frankfurt, da habe ich Auto von meiner Frau abgeholt. Nein! Bruder, was für ein... Ich hab doch diesen Tomsum. Ich rede nicht von da, Bruder. Ich rede darüber mit Haidar und mit Dingwan. Bei Trimax Fußball-Event. Da war ich noch nicht. Pommes gekauft. Sorry, da war ich noch nicht. Guck mal, der hat's durcheinander gebracht. Bruder. Du hast drei geschafft. Bruder. Er isst seinen zweiten Döner-Chat, ne? Ihr müsst euch überlegen. Abo isst zwei Döner wie ein Tier. Hälfte von Fleisch fällt runter. Er hat die zwei Döner fertig. Und das Fleisch, was runtergefallen ist, löffelt er jetzt noch auf. Als hätte er noch nichts gegessen. Er isst dieses Fleisch, was von zwei Dönern runtergefallen ist, mit diesem Gabel, mit dieser Gabel, als hätte er noch gar nichts gegessen gehabt. Abu ist ehrlich ein Bär. Er ist ehrlich ein Bär. Islam, der wollte Burger essen danach. Da sind wir in diesem einen in Köln. Wie, da seht ihr? Dönerladen war. Da ist ein Burgerladen, wo der vegetarische Burger zu schlagen war. Okay, du hast recht. Richtig, du kannst alles mit Essen kommen, aber... Gestern, mein Bruder. Ey, fängst du auch damit? Boah, warte mal. Digga, das war respektlos. Okay, du hast recht. Guckt euch das an, Digga. Richtig oder nicht? Komplett alles mit Essen. Guck mal, was für ein... Hast du dir verdient? Guck mal, ich biete Sammy dieses Papier an. Er will nehmen und ich mach selber. Ich benutze selber. Jetzt hab ich Sammy auseinandergenommen, Chat. Ey, fängst du auch. Und jetzt? Abo nimmt mich auseinander, aber geisteskrank. Digga, ich war der größte L in dieser Geschichte. In dieser Dreierkette war ich der größte L. Weil ich habe Sammy auseinandergenommen und wollte damit mit Abo einschlagen, so gegen Sammy. Und dann hat Abo mich auch nochmal auseinandergenommen. Boah, Digga, das war echt, Digga. Oh, das hat wehgetan. Der war hart, ja? Yeah? Ist auf eine falsche Schiene gekommen, ja? Yeah. Leute haben mir draufgeklickt, weil die dachten, boah, interessantes Video, wie die reden und so. Aber ich bin ab, sie da hat, ich bin ab, zack, mit dieser Serviette an dem Deck und so. Da, Digga, das war kein... Egal, scheiße. Der Satz, lass mal so einen Dreierklapp machen. Wieso? Ich trau dir nicht. Wallah, ich mach. Ich vertraue, ich geh mit Vertrauen. Achso, yeah. Nochmal. Ah, ja. Yeah. Ich hab vercheckt, Okay, komm. Das war so Opfer. Was haben wir da gerade gemacht? Ja. Was machen wir hier noch, Bruder? Wir tun das, ob wir 5 Minuten. Ich warte noch auf meinen Döner eigentlich, ja. Ich hab keinen Döner bekommen! Ich hoffe, euch hat. Ich hatte einen Shawarma und einen Döner bestellt. Ich hab einfach nur den Shawarma bekommen. Mein Döner ist nie gekommen, nie! Und dann als ich da. Ich hab den bezahlt, ne? Also. Die dachten, da ist einfach scheiß drauf. Ja, komm, wir gehen jetzt. Wir haben den ja nicht mal mitgenommen oder so. Ich hab einfach. Trotzdem war der Laden gut. Also ich würde den Laden jetzt nicht schlecht reden. Ich hab nicht aufgenommen, Bruder. Wallah, ich nehme die ganze Zeit auf. Nein. Auf jeden Fall. Hat sehr wirklich Spaß gemacht. Bruder, das ist respektlos, ohne Spaß. Abo kann man nicht vertrauen. Aber das macht er auch bei Zuschauern, Chat, Abo. Wenn ihr euch seht, wenn ihr Abo seht, vertraut ihm nicht. Real Talk, vertraut ihm nicht. Ich bin fast gebrochen, vielleicht hat es euch ja gefallen. Checkt gerne Hamels Kanal ab. Da machen wir nachher diese Überfall bei Rohat. Wir überraschen ihn ein bisschen. Checkt gerne Sammys Kanal, müsst ihr nicht. Möge Allah euer Fasten annehmen für alle, die fasten. Und möge Allah allen Menschen Shifa geben, also Heilung. Allahumma Amin. Und Hamed, hast du noch was zu sagen, mein Bruder? Wir wünschen euch ein gesegnetes Fasten. Möge Gott euer Fasten annehmen. Baby. Ich wusste, jetzt gibst du Hand. Ja. Da musste er Hand geben, Chat, sonst wäre unkorrekt gewesen.